Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft. Dass das attraktiv sein soll für eine Weltwährung, wie du sie beschrieben hast, will mir nicht einleuchten. Richtig, aber es bleibt natürlich auch, dass bislang alle Weltwährungen letztlich an ökonomischen Disruptionen kollabiert worden sind. Also ehrlich gesagt, auch ganz interessenneutral, man kann eigentlich den Ländern nicht empfehlen, sich von China abhängig zu machen. Aber die ideologische Zerklüftung zwischen diesen Ländern ist ja unendlich. Und das Einzige, was sie eint, ist ja die Aversion gegen die USA. Hallo, meine Damen und Herren. Guten Tag, lieber Michael. Hallo, lieber Bert. Ich würde gerne mit dir heute über die Zukunft des US-Dollar als Weltwährung diskutieren. Der Grund dafür ist, die BRIC-Staaten, auf die wir gleich zu sprechen kommen werden, haben in der vergangenen Woche beschlossen, also ihren Mitgliederkreis deutlich auszuweiten, nicht zuletzt, um eben diese Funktion des Dollars als ja akzeptierte Weltwährung in Frage zu stellen. Vielleicht für unsere Zuhörer ein bisschen vorbemerkt, was sich hinter BRIC und sowas verdient. Es gab mal einen Chefökonomen von Goldman Sachs, das war Jim O'Neill. Und der hatte im Jahre 2001 die sehr dynamisch wachsenden Länder der zweiten Reihe, also Brasilien, Russland, Indien und China, als BRIC-Gruppe zusammengefasst. 9 Jahre später wurde aus diesem BRIC durch die Kooperation von Südafrika die BRICS. So. Und von dieser nunmehr Fünfergruppe wurde dann wiederum ein Jahr später, nämlich 2011, bei einem Treffen in Sani in China, eine Währungskooperation vereinbart, die sich dezidiert gegen die Vormachtstellung des US-Dollar als also quasi Weltwährung richtete. So. Und diese Fünfergruppe hat in der letzten Woche jetzt wiederum beschlossen, sich auszuweiten und 6 neue Mitgliedsländer hinzuzunehmen, nämlich Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Argentinien, Ägypten, Iran und Äthiopien. Etwas unterschiedlicher Entwicklungsstand dieser Länder, aber sei es drum. Immerhin umfasst diese Gruppe 46% der Bevölkerung und 37% der weltwirtschaftlichen Gesamtleistung. Und diese 11 Staaten eint, dass sie den US-Dollar, der spätestens ab Ende des Zweiten Weltkriegs die unbestrittene Weltwährung ist, abzulösen. Vielleicht noch ein Wort zur Weltwährung. Also Weltwährung ist eine nationale Währung, die aber letztlich von allen etablierten Ländern als Zahlungsmittel anerkannt worden ist. Und wenn wir nur die europäische Neuzeit nehmen, so war die erste Weltwährung der spanische Peso im 16. Jahrhundert. Der wurde dann für eine ganz kurze Zeit von dem holländischen Gulden abgelöst. Und spätestens ab Mitte des 18. Jahrhunderts war das britische Pfund diese Weltwährung und dann wiederum spätestens ab Ende des Zweiten Weltkriegs der US-Dollar. Und die großen Vorteile einer Weltwährung sind, dass man, also wenn man über diese Währung verfügt, überall alle Güter der Welt mit dieser Währung, gekauft werden können. So, und deswegen verstößt es gegen das Streben von China und anderen Ländern, die USA als Weltmacht oder als Weltführung abzulösen, bemüht man sich als erstes den Dollar in Frage zu stellen als Weltwährung, von dem ja also etwa 90% aller relevanten Transaktionen in der Welt bis zu 90% finanziert werden. Glaubst du, dass es erfolgreich sein wird? Also, soweit man es absehen kann, wage ich die These nein. Denn
Es ist ja keine Beschlusslage, die hier relevant ist und dass sich andere zusammentun. Es ist auch nicht allein die Größe eines Währungsraums, der dahinter steht. Denn die Alternative, die wir hier haben, sind ja, du hast es in deiner Anmoderation ja deutlich gemacht, sehr disparate Volkswirtschaften, nicht? Da haben wir Länder, die schon länger als BRICS firmieren. Jetzt sind da ein paar dazugekommen und ehrlich gesagt gruselt es einem ja bei jeder einzelnen Volkswirtschaft ein bisschen. Wir haben die ja ein bisschen, klingt jetzt ein bisschen. Nur eins, seine gewisse Distanz zu den USA. Ja, genau. Das ist wirklich nur das eine, was sie eint. Aber auf der anderen Seite hat man so den Eindruck, ist es so ein bisschen ein Gruselkabinett. Denn das sind ja alles Volkswirtschaften mit erheblichen strukturellen Problemen. Es sind jedenfalls Volkswirtschaften ohne demokratische Einbettung und Legitimation ihrer Führungen. Mhm. Und dass das attraktiv sein soll für eine Weltwährung, wie du sie beschrieben hast, die alle Vorteile hat, alle einigen sich im Grunde darauf, dass man damit ein Numerär hat, mit dem man im Grunde rechnet und mit dem man auch die Faktorierung der Handelsströme vornimmt, will mir nicht einleuchten. Jedenfalls haben wir in der Wirtschaftsgeschichte keinen Beleg dafür. Man muss allerdings auch sagen, dass die Situation, dass es eine solche akzeptierte Währung wie den Dollar gibt, natürlich auch keine historische Standardsituation ist. Das ist nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Vormachtstellung der USA das Ergebnis gewesen. Diese Definitionen in Bretton Woods über das Weltwährungssystem und seine Institutionen haben dazu beigetragen, Währungsfonds, Weltbank. Nun ist klar, da haben wir mehrfach drüber gesprochen, diese Vormachtstellung steht unter Androhung. Andere wollen sich hier das nicht mehr so selbstverständlich bieten lassen. Aber die Währung sozusagen in eine andere Rolle zu bringen, eine neue in diese Funktion zu bringen, das ist ja noch nicht mal dem Euro gelungen. Und da kann man sagen, dass die Europäische Währungsunion ein konsistenterer Wirtschaftsblock und Wirtschaftsraum ist, als die Länder, die wir jetzt hier in dieser BRICS-Familie zusammen haben. Das Gewicht des Euro ist gesunken in den letzten Jahren. Jedenfalls ist es nicht die Erwartung ist nicht aufgegangen, die wir auch mal hier diskutiert haben. Das wird den Dollar da ein Stück verdrängen. Es ist für manche eine Alternative, aber es bleibt auch hier relevant. Es ist die höhere Konsistenz des Wirtschaftsraums. Bei aller politischen Disparität in der Finanzpolitik, die Europäische Währungsunion hat, das macht den Unterschied zu USA. Insofern auch von daher wird sie das nicht ganz erfüllen können. Aber das haben wir nun hier nochmal potenziert. Also ich verstehe ja deren Versuch, sich da irgendwie schick zu machen und sozusagen die USA auch dann zurückzudrängen. Ich glaube nicht, dass das in absehbarer Zeit erfolgreich sein wird. Das mag natürlich sein, aber es hat schon ein Weltwährung zu sein, hat schon einen großen Vorteil. Man kann sich damit im Prinzip überall alle Güter der Welt kaufen. Und wenn man sieht, sagen wir mal, wie verbreitet die Animosität in vielen Ländern gegen den US-Dollar ist, macht es schon ein gewisses Interesse, zumal ja Indien wird seit vielen Jahren schon als wirtschaftliche Weltmacht gehandelt, das hat es noch nie so geschafft. Aber man muss schon sagen, allein von der schieren Menschenzahl, die dort vertreten wird, ist ja fast die Hälfte der Weltbevölkerung, könnte es schon sein, dass also zumindest der Dollar in Frage gestellt wird. Zumal ja auch die Stärke des Dollars erwächst ja daraus, dass überall auf der Welt eigentlich Öl nur gegen den Dollar gekauft werden kann. Und dieses Monopol bröckelt ja eine gewisse Zeit. Und deswegen kann ich schon verstehen, ich glaube nicht, dass man erfolgreich ist, aber ich kann schon verstehen, dass wenn man eine gewisse, sagen wir mal, Antipathie gegen die USA und die Währung haben, dass sich dort bevölkerungsreiche Länder, die ideologisch in völlig anderen Lagern als die USA stehen, schon ein gewisses Interesse daran haben. Ja. Da muss man aber auch diese Interessen bündeln und bei der entscheidenden Stelle auch entscheiden, welche Währung soll es denn sein? Also mit Sicherheit nicht die argentinische. Eher nicht. Unwahrscheinlich. Ja. Äthiopien sehe ich auch und nicht. Und der Renin Iran auch noch nicht. So, und dann bleibt, und Indien, haben wir vielfach drüber gesprochen, dann sind wir wieder bei China, wo wir beim letzten Mal intensiv drüber gesprochen haben, über die Strukturprobleme Chinas, die ja doch enorme Spannungen auslösen, zwischen den Regionen, zwischen den verschiedenen Lebensstilen. Wir haben das Stichwort der Demografie aufgerufen vor einer Woche. Also, es muss ja erstmal wirklich ein Konsens über den dann Alternativkandidaten als Währung getroffen werden. Das sehe ich überhaupt nicht. Und zweitens muss der dann auch noch geeignet sein. Und das kann man ja eh nicht kritisch sehen, wieso jetzt die das gerade bewältigen sollten, über die wir hier reden. Also ich sag mal, die Interessenlage
aus deren Sicht verstehe ich. Aber im Grunde ist ja auch eines deutlich geworden in der letzten Woche in diesen BRICS-Gesprächen. Naja, dass die alle bei ihren Grundanimositäten bleiben und irgendwie aber nur einen alleine, gemeinsamen Gegner haben. Ja, nee, das will ich gar nicht mal sagen. Ja, das ist richtig, aber das ist gar nicht mein Punkt. Ich glaube, alleine kommen sie auch nicht mehr weiter. Also früher war das so, da hat man ja nie groß was von gehört. Und das ist recht darauf hingewiesen, das haben wir ja auch, glaube ich, schon mal hier diskutiert, dass die Investment-Story BRICS lange tot ist. Das ist ja eine ganz andere Geschichte gewesen. Aber das hat die auch nicht so richtig geprägt. Dann haben sie irgendwann dieses Label aufgenommen und auf einmal vor dem Hintergrund der geopolitischen Lage, des russischen Aggressionskriegs gegen die Ukraine, der unklaren Positionierung Chinas, der Probleme, die China hat, treffen die sich dann doch und sind aufeinander angewiesen. Aber irgendwie ist es eher das, aber dass die Solidarität so weit geht, dass man dann gemeinsam eine Währung herausstellt, dann müsste man die Zahlungssysteme, die Zahlungsverkehrssysteme entsprechend aufbauen. Man kann sagen, dass das chinesische ZIPS das, wenn dann überhaupt, dann bewegen kann. Aber im Grunde tauschen die doch nichts anderes ein, als denn eine Währungsvormacht des Dollar gegen eine Währungsvormacht Chinas. Und wo ist denn dann für die der Vorteil? Na gut, also zumindest man hat einen real existierenden Systemgegner geschädigt. Das ist schon ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Ja, aber was ist der Vorteil für die anderen? Denn ich meine, was ist der Vorteil für Argentinien? Für Argentinien, das ist eh eine ökonomische Quantité negligeable. Es war mal eines der reichsten Länder der Welt, da darf man nicht übersehen, vor dem Zweiten Weltkrieg. Die ganzen Operetten, der Vetter von Südamerika war immer der Reiche. Das war mal ein aufstrebendes Land, aber das ist aber schlicht kollabiert. Und das einzige Land, welches das Potenzial hatte oder hätte, war bis vor wenigen Jahren China. Aber China ist ja seit 2 Jahren auch in eine massive Krise reingerutscht, von der man nicht weiß, wann sie rauskommen. Und in der Tat fehlt diesen, jetzt 11 Ländern, wie viele es sind, 11 Länder sind es, schon also die wirklich machtvolle Zentralinstanz, die dort das Ruder übernehmen könnte. Ja, das ist so ist es nicht, dass die anderen akzeptieren, dass Xi Jinping oder China diese Rolle einnimmt. Dafür sind die Inder da viel zu wachsam, dass ihnen selbst nichts genommen wird als Raum. Und wir haben ja auch erlebt, wir hatten es, glaube ich, erwähnt, nicht diese lustige Geschichte, dass der Modi so lange im Flieger sitzen geblieben ist, bis der Ramaphosa dann seinen Vizepräsidenten geschickt hat, weil er selbst nicht kommen konnte, weil er den Xi Jinping schon auf Staatsbesuch hatte. Aber ich meine, das findet ja auf dem Niveau kleiner protokollarischer Münze statt. Im Grunde sind das ja alles, wenn man die Figuren auch miteinander sieht, relativ erbarmungswürdige Perspektiven, die sich damit politisch verbinden. Und insofern, wir reden jetzt hier als Ökonomen letztlich über die politischen Voraussetzungen, ökonomische Erfolge, auch in der Wirtschaftspolitik. Mhm. Aber eins ist klar, eine Währung lebt von den Institutionen. Und man kann sich auch nochmal zeitlich etwas zurückgehen. Wenn man in die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, gab es den Goldstandard. Da gab es keine Weltwährung, sondern Gold war im Grunde der Numerär und darüber regelte sich das. Das waren auch überschaubare Handels- und Finanzströme, die im Wesentlichen von der nördlichen Hemisphäre in die Kolonien gingen und sonst miteinander. Nach dem Ersten Weltkrieg hatte man viel zu schnell den Beschluss gefasst, wieder zu den Vorkriegsparitäten des Goldstandards zurückzukehren. Und dass dann die Länder, das konnte man sehr schön ab 1929 beobachten, die zu lange dabei geblieben waren, noch größere Probleme hatten, vor allen Dingen Deutschland, der Deflationsdruck zunahm, dass eigentlich die eigentliche Währungskrise dann die Eskalation im Weiteren auslöste. Aber auch keine Zukunftsstory ist. Und das muss man immer sehen. Das war institutionell schnell aufzulösen, indem man halt von der Goldparität abging oder von den Paritäten, die wieder definiert worden waren oder der Relation zum Gold, während nach dem Zweiten Weltkrieg im Grunde ja die USA trotz allem Desinteresses, das sie auch zum Ausdruck gebracht haben. Ist ja nicht so, dass die Amerikaner immer gesagt haben, wir wissen das und wir machen das und deswegen halten wir auch die Währung stabil. Ich meine, berühmt ist ja der Satz von US Treasury Secretary John Connally unter Nixon, der Dollar ist unsere Währung, aber euer Problem. Das war ja wunderschön, 1971 und 73 im August ist dann die Einlösepflicht aufgegeben worden. Und damit trotzdem ist der Dollar aber in dieser Funktion geblieben, wie du sie eingangs als Weltwährung benannt hast. Das muss man sich ja mal fragen. Offenkundig sind die institutionellen Bedingungen immer noch überragender und überzeugender als alle anderen, die sich gefunden haben. Siehe Euro.
Ja, ja, aber diese Stärke des Euros, muss man natürlich auch sagen, ist ja letztlich geprägt dadurch, dass es im Wesentlichen noch das Monopol gibt, Erdöl, was ja immer noch der Treibstoff der Welt ist, gegen Dollar zu kaufen. Aber dieses Monopol bröckelt ja, und könnte es nicht sein, dass, wenn eben USA sind ein massiv hochverschuldetes Land und die Stärke des Dollars erwächst ja auch daraus, dass es erdölarme Länder dazu zwingt, Dollars sich zu beschaffen. Aber wenn jetzt wirklich das Erdöl perspektivisch als zentraler Rohstoff der Welt an Bedeutung verliert, würde dann nicht auch der Dollar geschwächt, nämlich von der Verschuldung her und von der, sagen wir, politischen Kohäsion sind die USA ja auch, also kein Musterbeispiel an Stabilität. Mit Sicherheit nicht, aber deswegen mein Hinweis ja auf die Nixon-Zeit, dass das auch letztlich nicht geschadet hat. Nun kann man argumentieren, die Dollarstärke dann mit dem Ölhandel. Auf der anderen Seite wird Öl erstmal noch ganz höchst bedeutsam bleiben. Also das ist auch nicht morgen zu Ende. Selbst wenn wir aus den fossilen Energien aussehen, haben wir ja nochmal eine Phase bis 2050, 2060. Da werden die fossilen Energieträger, ob wir das jetzt wollen oder nicht, eine hohe Bedeutung haben. Und es kommt etwas anderes hinzu. Rohstoffe aller Art, die für die Transformation zur Dekarbonisierung relevant sind, sind ja auch in Fragen, mit welchem, auf welcher Handelsbasis und welcher Fakturierung finden die statt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Weltwährungssystem einfach so übersetzt, so ersetzt wird. Ob es letztlich eine Währungskonkurrenz gibt mit zwei, drei Währungen, damit wird man umgehen können. Jedenfalls wird das aber die Amerikaner auch nicht aus der Kurve werfen. Ja, das bleibt ja richtig, das ist ihre Währung, aber unser Problem. Ne? Richtig, aber es bleibt natürlich auch, dass bislang alle Weltwährungen letztlich an ökonomischen Disruptionen, also ja, kollabiert worden sind. Ja. Dass man hätte Spanien Anfang des 17. Jahrhunderts auch nicht sagen können, das ist eine sehr temporäre Phase, dem Gulden hätte man das nicht zugemutet. Der Zusammenbruch von Weltwährungen ging regelmäßig sehr viel schneller, als man damals eigentlich in der Geschichte jedenfalls geglaubt hatte. Nämlich alle diese Länder, die mal die Weltwährung gemacht haben, haben sicher natürlich als Master of the Universe erachtet. Aber für die USA gilt, dass sie natürlich militärisch und bevölkerungspolitisch beides ganz große Argumente auf ihrer Seite haben. Es sagen ja manche auch, dass eine militärische Aktion Chinas für China gar nicht vorstellbar ist, weil die gar keine Erfahrung haben. Und die letzten, die sie hatten, waren auch nicht besonders erbaulich. Abgesehen davon, wir hatten über Demografie gesprochen. Wenn man sich das nochmal vor Augen führt, werden wir vermutlich feststellen, dass die USA der Gewinner dieser demografischen Verschiebungen sind. Eindeutig, sie haben eine stabile Demografie und einzig Indien kommt da in etwa noch dran. Aber das ist eben so Chaosladen und gesellschaftlich zerklüftet, und das hat sich auch noch nicht wirklich verändert. Aber das ist aus meiner Sicht eigentlich ein Argument, das erstmal auch auf eine mittlere Sicht nicht für eine Veränderung spricht. Klar, ich meine, es wird Druck entstehen, und wenn die anderen einfach entscheiden, sie machen das nicht mehr, müssen sie überlegen, ob sie untereinander genug Handelsvolumen haben in den relevanten Gütern, dass sie das in anderen Währungen abbilden können. Ob das den Rest der Welt dann interessiert. Ist ja die zweite Frage. Das ist richtig. Das wäre eigentlich der Punkt, auf den ich zu sprechen komme. Letztlich haben diese Länder schon in der Hand, da sie ja auch bei einigen strategischen Rohstoffen, wie beispielsweise seltene Erden, schon eine gewisse Monopolsituation haben. Aber die ideologische Zerklüftung zwischen diesen Ländern ist ja unendlich. Und das Einzige, was sie eint, ist ja die Aversion gegen die USA. So, und dafür ist es eigentlich zu wenig, zumal man ja auch mal sehen muss, man hat ja dann auch die Frage zu stellen, wie will man sich Europa gegenüber verhalten? Europa hat ja auch eine gewisse Mittlerrolle, nicht nur geografisch, sondern eigentlich auch durch seine eigene Struktur. Da gibt es keinen großen Hegemon, sondern es ist ein Club unbrechenbarer Demokratien, und der irgendwie funktioniert jetzt über 7 Jahrzehnte, manchmal nicht so gut, manchmal ganz gut, aber die Währung auch wieder auf Spur gebracht hat. Darf man daran erinnern, dass vor 8 Jahren, 2015, glaube ich, keiner auf Griechenland gewettet hätte, keiner auf die Beruhigung gewettet hätte. Das heißt, alle, die damals auf den internationalen Kapitalmärkten gegen den Euro gewettet, gegen die Existenz des Euro gewettet haben, wenn sie es gemacht haben, haben sich doch erheblich die Finger verbrannt. Und nicht nur Whatever It Takes von Mario Draghi war richtig, sondern es hat ja auch tatsächlich institutionelle Reformen gegeben. Und man ist erstaunt,
wie ein Land wie Griechenland doch in ruhiges Fahrwasser gekommen ist mit sehr unterschiedlichen Regierungen, weil einfach Dinge dann auch gemacht wurden. Also auch das ist ja die Frage, was handeln sich die ein, die sich fokussieren auf ihre Aversion gegenüber den USA, wenn sie dann auch Europa aus dem Auge verlieren. Ich glaube, das ist nichts, was für den Technologietransfer, für eine demokratische Unterlegung hilfreich ist. Und letztlich merkt man ja auch, dass diese ganzen Seidenstraßen, One Belt, One Road Initiative der Chinesen ja auch sozusagen ihre Kehrseiten sehr viel deutlicher zeigen. Verschuldung der Länder, keine Programme gehen wirklich auf. Also ehrlich gesagt, auch ganz interessenneutral, man kann eigentlich den Ländern nicht empfehlen, sich von China abhängig zu machen. Das würde ich auch so sehen, zumal ja, wie gesagt, es gibt zwischen diesen Ländern eigentlich keine, sagen wir mal, identitätsstiftende Gemeinsamkeit, außer die Ablehnung der USA. Allerdings. Ja, oder man könnte doch sagen, die Ablehnung eigentlich westlicher Demokratie als Konfliktlösungsinstrument für die interne Gestaltung. Ich meine, das ist ja wirklich schon erstaunlich, das muss man auch sagen. Teil hat der Westen natürlich auch Verantwortung dafür, dass die Dekolonisation nicht in demokratisch stabile zivilgesellschaftlich geprägte Staaten geführt hat, sondern im Grunde mit ganz wenigen Ausnahmen eigentlich gescheitert ist. Nicht? Dieser Transfer von Macht ist gescheitert in politische Strukturen des Nepotismus und der Korruption. Und das sieht man ja auch dann unten, wie die miteinander umgehen, wie die in Südafrika beispielsweise gegen Zuwanderer aus Namibia sich stellen. Nicht? Also die Konflikte haben eine gewisse Erinnerungswert an das, was die westliche Welt mal vor längerer Zeit gemacht hat. Man hat den Eindruck, alle müssen durch dieselben Strukturen durch, nur halt zeitverzögert. Ja. Jedenfalls sehe ich keine, historisch gesehen für solche Ländergruppe, keinen großen Einigungsdruck. Ich teile diese Position, möchte aber noch ein Argument bringen. Sagen wir mal, die Stabilität der amerikanischen Demokratie ist meines Erachtens ja auch gefährdet. Das Land ist doch gegenwärtig dramatisch auf einem politischen Absturzkurs, unabhängig von der ökonomischen Stärke. Ja. Ja. Und das würde aber bedeuten, dass die Amerikaner selbst in der Hand haben. Ja. Ja, aber nach Lage der Dinge sehe ich zurzeit keine Wende. Sag mal, die ideologische Spaltung des Landes nimmt zu. Und das wird irgendwann auch ökonomische Konsequenzen haben. Ja. Ja, nein, da stimme ich dir zu. Das ist im Augenblick unabsehbar. Man kann alle möglichen Prognosen haben für die Präsidentschaftswahl des Jahres 2024. Die Vorwahlen in die Primaries haben ja bei den Republikanern begonnen. Man kann auch immer die Frage stellen, wie fit ist Joe Biden? Jedenfalls haben auch die Demokraten keinen überzeugenden zweite Persönlichkeit. Die Vizepräsidentin hat überhaupt nicht performt. Der Gouverneur von Kalifornien, Newsom, der immer noch genannt wird, ist auch jetzt nicht derjenige, der da mit den Ergebnissen in seinem Land große Attraktivität auslöst. Also das stimme ich dazu. Das bleibt ein Stück unübersehbar. Die entscheidende Frage ist für mich, setzen sich eigentlich bei den Republikanern am Ende politische Kräfte durch, die unverändert oder unbenommen von ihrer kritischen Perspektive auf manches in der Welt, aber doch den Gedanken, dass man über Allianzen am besten Strukturen trägt, Macht ausübt, fortsetzen. Das heißt, was die Amerikaner gelernt haben, über die Kooperation in der NATO, über die Kooperation im transatlantischen Westen, aber auch über das Handelsbündnis USMCA, also USA, Mexiko, Kanada. Da gibt es bei den Republikanern halt auch genügend. Und wenn es halt gelingt, diese Trump-Linie da zurückzuholen, hätten wir jedenfalls eine Chance, dass dieser Gestaltungsanspruch oder dieser Einflussanspruch für die Welt noch erhalten bliebe. Und das wäre natürlich die beste Grundlage. Das wäre die beste Grundlage. Aber Fakt ist, die Tea Party-Bewegung war ja so ein weiter Vorläufer von Trump. Ja. Die hat nicht an Stärke verloren, sondern sie hat letztlich an Stärke gewonnen. Und sagen wir so, ich habe ja ein gespaltenes Land, die USA. Mhm. Ich habe einen ökonomischen Giganten. Nach wie vor. Aber die politische Kultur ist meines Erachtens nicht so gestaltet, um irgendwie halbwegs ein geopolitisches Vorbild zu sein. Das Gegenteil ist der Fall. Ja, und wenn man reinschaut, das wird dann noch eine ganz andere Diskussion, aber andeuten möchte ich schon, dann sehen wir eigentlich, dass die Politik in den USA nicht darauf vorbereitet ist, mit den Folgen dieser ökonomischen Entwicklung zurechtzukommen. Das heißt nämlich, ich muss regionalen Ausgleich organisieren, der sich nicht mehr von selbst organisiert, weil die Wanderung des Faktors Arbeit nicht mehr so stattfindet wie früher. Die ist im Grunde auf europäischem Niveau angekommen, die Wanderungsintensität.
im Land. Und das Zweite, wir haben eigentlich auch keinen fairen Sozialausgleich. Das muss man auch sagen. Sozialversicherungssysteme sind eigentlich überfordert. Wie bringt man Menschen dann in eine Perspektive in diesem schwierigen Umfeld? Und das ist etwas, wo politisch im Grunde keine Antwort da ist. Und manche sagen ja auch, alles hat begonnen mit den großen Steuerreformen, Steuersenkungen von Ronald Reagan, die letztlich den Staat unterausgestattet sein lassen mit Finanzmitteln. Und das führt dazu, dass er an diesen beiden Spannungsthemen nicht wirklich handeln kann. Man muss es ja nicht so machen wie bei uns, aber ein bisschen mehr wäre schon möglich und denkbar. Und vor allen Dingen dann, wenn die Gesellschaft nicht mehr in dem Gedanken getragen ist, du kannst eigentlich weiter wandern und dort deine Chancen suchen. Mhm. Also insofern, ja, das ist das eigentliche Problem, das Strukturelle. Das äußert sich politisch, deswegen hat die Tea Party, glaube ich, auch so einen Zuspruch. Hat vielfach zu tun mit einer Homogenisierung beider Parteien. Früher hast du vor 30 Jahren gab es in beiden Parteien Gegner und Befürworter des Schwangerschaftsabbruchs, Gegner und Befürworter der Erweiterung der Civil Rights. Das ist mittlerweile homogenisiert. Bei den Demokraten das eine, das sind die städtischen Wähler, das andere sind die ländlichen Wähler. Und das ist genau der Punkt, den du ansprichst. Aber auch das wird nicht morgen den Dollar zu Fall bringen. Nein, es wird nicht morgen den Dollar zu Fall bringen. Da sind wir uns einig. Der Dollar wird bis auf absehbare Zeit schon die Weltwährung sein. Aber wir haben, denke ich, schon ein Auseinanderdriften zwischen der währungspolitischen Stärke, zwischen der ökonomischen Stärke und zwischen der politischen Zuverlässigkeit. Das macht mir schon Sorgen. Ja. Das ist so. Aber es zeigt auch nochmal, dass wer an die Stelle treten will, muss sozusagen an all diesen Stellen auch ansetzen. Und den umso gibt mehr es nicht. Und so viel besser sein. Und den gibt es nicht. Das bleibt eine zerklüftete Runde BRICS Plus. Also werden wir uns weiter in einer nicht Second Best, aber Third World bewegen müssen. Vielen herzlichen Dank für dieses nicht sehr erfreuliche Gespräch. Boah. Ja, erfreulich ist ja immer, erstens mit dir zu sprechen und zweitens dabei zu lernen. Na, vielen herzlichen Dank. Danke dir. Bis dann, tschüss. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com/global. Und natürlich in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom@handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.